Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Drehe deine Welt und realisiere deine Wünsche und Träume. Ich freue mich ganz, ganz riesig, dass viele da sind, die ich noch nicht kenne, und umso mehr freue ich mich auch, dass ganz viele da sind, die ich schon kenne und die mich kennen. Das ist wunderschön. Und trotzdem möchte ich mich mal ganz kurz vorstellen, wieso ich jetzt hier bin und euch was darüber erzählen will, eure Wünsche und Träume zu realisieren. Also die Antwort ist ganz einfach, weil ich selber so lange gesucht habe, wie es denn gehen kann, wie kann es denn gehen, es muss doch gehen können. Gesetz der Anziehung studiert, Dr. Joe Dispenza, Quantenphysik aus seiner Perspektive, war auf 2 Retreats von ihm. Auf dem ersten Retreat haben wir ein Objekt manifestiert. Dieses Objekt habe ich bis heute nicht. Andere haben es schon sofort gehabt. Eine Freundin von mir direkt am Flughafen, die hat sich allerdings ein Plüschtier manifestiert. Ein spezielles, das hat sie dort im Flughafen gefunden. Und ich habe mir meinen goldenen Diamantring versucht zu manifestieren. Allerdings weiß ich ganz genau, warum ich diesen goldenen Diamantring bis heute nicht habe. Ich habe mal so einen kleinen Anflug von goldenen Diamantring gehabt in einer PowerPoint-Präsentation, auch noch dort auf dem Seminar von Dr. Joe Dispenza. Aber ich habe gesagt, nee, das ist es nicht. Wenn, dann ist dieses Ding hier in echt an meinem Finger. So, warum es nicht da ist, ist ganz klar, weil ich niemals in dieser Energie von diesem Diamantring war. Ich habe zwar die ganzen Meditationen mitgemacht und so weiter und so fort, aber diese ganzen Programme, die da im Hinterkopf noch gelaufen sind, wieso, weshalb, warum dieser Diamantring nicht zu mir kommen kann oder noch nicht für mich ist oder ich nicht für diesen Diamantring bin, das könnte ich euch und das werde ich euch dann am dritten Tag erzählen.